Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Modern Warfare 2 bzw. Warzone 2 Video. Heute geht's um den Patch in Season 1. Die interessantesten Sachen möchte ich euch nämlich vortragen, und zwar die Buffs und Nerfs für sämtliche Waffen. Die meisten von euch wissen, was sonst in Season 1 schon kam, deswegen möchte ich hier wirklich nur das Interessanteste vortragen, nämlich was hat sich an den Waffen eigentlich alles so getan. Da ist eine Menge passiert und alleine in fast allen Waffengattungen wurde das Zurückzugverhalten, wenn du von so einer Waffe getroffen wirst, etwas erhöht, was es dir schwieriger macht, den Gegner zu kontern und zurückzuschießen, solange der Gegner halt auf dich feuert. Wirksamer wird das sicherlich eher auf großen Maps bzw. in Warzone, weil in vielen kleineren Maps in Modern Warfare 2, wenn du zum Beispiel Team Deathmatch oder so spielst, auf kurzer Distanz hat das einen sehr geringen bis gar keinen Effekt bzw. bleibt halt gleich. Wir fangen einfach mal an, ich lese euch mal alles vor. Auf alle Sturmgewehre wurde schon mal das Zugverhalten, wenn ihr von einem Sturmgewehr getroffen werdet, erhöht aus höherer Entfernung. Leider wird von Infinity Ward nicht beschrieben, wie hoch die Entfernung sein muss, bis wir spürbar merken, dass sich da was getan hat. Deswegen gehe ich davon aus, dass das in Warzone 2 eher einen stärkeren Effekt haben wird. Die Koster 545 wurde im Allgemeinen ein bisschen überarbeitet. Kimme und Korn, also das Iron Sight, wurde ein wenig überarbeitet. Und die Zielgeschwindigkeit, bis ihr, wenn ihr die Waffe in der Hand haltet, bis ihr dann im Visier seid, wurde erhöht. Ihr seid also schneller im Visier. Die M4, da wurde das Hüftfeuer verbessert. Hier ist es alles sehr allgemein gehalten. Was da genau passiert ist, Geschwindigkeiten, wie schnell und so weiter, das wird alles leider von Infinity Ward überhaupt nicht beschrieben, was stark, was sehr, sehr schade ist, aber im Allgemeinen haben wir schon mal einen Richtwert. Die M16, ich drösel es nicht auf, es sind 8 Buffs auf die M16. Im Allgemeinen können wir davon ausgehen, dass die M16 einen fetten Buff auf die gesamte Waffe bekommen hat, was echt mega heftig ist. Die STB 556, weniger Schaden im Nahkampf. Und die Geschwindigkeit, wenn ihr sprintet und dann feuern wollt, diese Geschwindigkeit wurde verringert. Die F-Tech Raccoon Zielgeschwindigkeit wurde erhöht. Das 5-Kugel-Magazin wurde verbessert. Hier eben auch das Fragezeichen, was genau wurde verbessert, kann ich leider nicht sagen. Und das Zuckungsverhalten, wenn ihr von der Raccoon getroffen werdet, wurde ebenfalls erhöht. Und das Hüftfeuer wurde verschlechtert. Die SO14, schlechteres Hüftfeuer im Autofeuermodus. Jetzt kommt ein Nerf auf sämtliche Pistolen, die einen Autofeuermodus haben. Und zwar wurde dort ebenfalls das Hüftfeuer verstärkt. Alle LMGs auf höhere Distanz, ebenfalls das Zugverhalten wurde verstärkt. Betrifft wahrscheinlich wieder eher so Invasion, Warzone, Bodenkrieg und so weiter und so fort. Dann haben wir die SAB50, leicht erhöhtes Zucken. Hier stehen keine Entfernungen, also wird es auf alle Distanzen gelten. Die SPR 208, leichte Erhöhung beim Zucken ebenfalls. Alle Schrotflinten auf kurze Distanz. Zuckung wurde erhöht. Wobei ich sagen muss, die meisten Schrotflinten hitten dich eh One-Shot. Okay, in Warzone nicht, wissen wir, ist klar. Aber eine Shotgun zu kontern wird dir fast eigentlich unmöglich sein. Die Lockwood 300, Schadensreichweite wurde verringert. Die Breeson 800, höherer Nahkampfschaden und schlechteres Hüftfeuer. Alle Maschinenpistolen auf höhere Entfernung, erhöhtes Zucken. Und die FFS Hurricane, die hat einen fetten Buff bekommen, die finde ich allgemein schon sehr stark. Und ist euch mal aufgefallen, ihr spielt eine Waffe frei, ihr spielt die, denkt, ihr seid der absolute Rambo, weil ihr alles zerlegt, und dann habt ihr eine Menge Aufsätze freigeschaltet, knallt ihr auf die Waffe und irgendwann denkst du dir, boah, irgendwie hat die mal mehr reingeknallt. Wenn ihr genau dasselbe Gefühl habt wie ich, ihr täuscht euch nicht, schmeißt mal aus Spaß alles wieder runter, spielt die Waffe nochmal, ihr werdet sehen, die Waffe ist deutlich stärker wieder, denn es ist leider so, dass die meisten Aufsätze die Waffe eher schlechter machen als verstärken. Gerade die Geschwindigkeit, wenn du sie in der Hand hältst, bis du im Visier bist, wird bei fast allen Aufsätzen verschlechtert, was leider sehr, sehr schade ist. Und in alten MW-Teilen
hat dir ein neuer Aufsatz einfach einen Vorteil verschafft, was hier leider kaum noch der Fall ist. Und hier musst du schon genau hingucken. So, wir kommen wieder zum Thema. Die FFS Hurricane Bewegungsgeschwindigkeit während des Zielens wurde erhöht, Headshot-Schaden wurde erhöht und die allgemeine Reichweite, die Schadensreichweite wurde auch erhöht. Das heißt, im Allgemeinen ist die deutlich stärker jetzt. Was ich eine coole Sache finde, die Hurricane macht mega, mega Spaß. Die Mini-Bag, Bewegungsgeschwindigkeit erhöht, Schadensreichweite erhöht und die Zielvisiergeschwindigkeit wurde ebenfalls erhöht. Auch ein starker Buff. Die PDSW 528 Buff wichtiger Werte. Gehe ich ja auch nicht drauf ein, es ist ein bisschen mehr. Die wichtigsten Werte wurden eben verstärkt, sodass die PDSW deutlich stärker ist. Und es wurden einige Laseraufsätze hinzugefügt. Die möchte ich euch jetzt hier nicht alle aufzählen, weil ich hier nur die Namen auf Englisch habe, aber ich kann sie mal schnell durchgehen. Die 1MW Artemis Laser, die 1MW Quickfire Laser, eine Akkushot 5MW Laser, das VLK Laser 7MW, 7MW Canted Laser und Schlager ULO 66 Laser. Damit werden wahrscheinlich viele von euch noch gar nichts groß anfangen können. Es wurden halt 6 Laser hinzugefügt. Die Well 46, die Schadensreichweite wurde leider ein wenig verringert. Eine starke MP und die Signal 50, da wurden ein paar kaputte Läufe repariert. Im Genauen die Fluted 50 und 50 H7. Ich habe leider noch nicht alle Aufsätze freigeschaltet und bin da noch nicht ganz belesen. Es gibt ja wirklich eine Tonne von Aufsätzen, aber das sind die Patch Notes für das Season 1 Update, was am 16. November rauskam. Wenn ihr Bock habt, schreibt gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr von den Patch Notes für die Waffen? Wie war euer Einstieg in die ersten Runden Warzone? Ich muss sagen, es hat eine Menge Bock gemacht, auch wenn ich mittendrin doch starke Probleme mit den Servern hatte, Konnektivität der Server, bis du eine Spielrunde gefunden hast oder die Server waren mega laggy, sodass die Gegner und du selbst mega hin und her gezappelt sind. Aber das ist auch nicht Teil des Videos. Aber es würde mich echt mal interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Das war es jetzt von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.